Malek, der große Krieger der Sarafanen. Ich war ihm schon einmal begegnet. Aber wo waren sein Schwert und sein Schild? Sag mir, wo finde ich deinen Herrn? Schnell, Möbius ist... Im Turm. Gut. Maleks fehlender Schild. Obwohl ich seine Würde dadurch wiederherstellte, musste ich den Schild zu seiner Statue bringen, bevor ich weiterziehen konnte. Maleks Schwert gehörte in seine rechte Hand. So sehr es mir auch widerstrebte, ich musste es an seinen richtigen Platz zurückbringen. Endlich war der Weg zum Turm frei. Ich freute mich auf mein Treffen mit Möbius und auf die Fortsetzung unserer Unterhaltung. Dieses Artefakt und die Reliquie, die ich bereits gefunden hatte, schienen Teile eines größeren Symbols zu sein. Dieser Splitter des elementaren Feuers stärkte den Reaver und verbesserte meine telekinetischen Fähigkeiten. Da bist du ja endlich. Ah, du hast einen Splitter des Symbols des Gleichgewichts gefunden. Er wird dir umso nützlicher sein, wenn du auch die drei anderen findest. Gut, wollen wir? Ja, setzen wir unser kleines Gespräch fort. Wenn auch unter etwas anderen Bedingungen. Also, was hast du mir zu sagen, Möbius? Du kannst mich nicht töten. Wir wissen beide, dass ich nicht auf diese Weise und nicht jetzt sterben werde. Der Tod ist nicht das einzig mögliche Ende. Dein Wahn, die närrischen Prophezeiungen der Vampire zu erfüllen, hat deinen Verstand getrübt. Und Raziel ist nicht, was du denkst. Woher willst du wissen, was ich denke? Du hast also verhindert, dass Raziels Seele mit dem Reaver verschmilzt. Denkst du wirklich, dass du dein Schicksal dadurch abgewandt hast? Oder das seine? Oder gar das Schicksal Nosgoths? Deine Spielereien sind jämmerlich. Raziel ist noch immer Herr seiner selbst. Und das beunruhigt dich, nicht wahr, Möbius? Du siehst seinen Weg nicht. Du verlierst die Kontrolle. Das gilt auch für dich. Ja. Raziel entzieht sich unserem Blick, aber wir sehen die Folgen seiner möglichen Taten. Jeder Pfad, den er wählt, führt irgendwann zum selben Ende. Er wird dich töten, Kane. Als du Raziel verschontest, hast du dein eigenes Todesurteil unterzeichnet. Du hast mir meine Frage noch nicht beantwortet.
Wo ist Raziel? Er ist nicht im eigentlichen Sinne hier. Nicht jetzt. Stell meine Geduld nicht auf die Probe, Möbius. Was hast du mit ihm gemacht? Er ist gefangen. Doch irgendwann wird er wieder frei sein. Er muss sein Schicksal erfüllen und mit dem Schwert verschmelzen. Doch bis dahin ist er gefährlich. Viel gefährlicher, als du ahnst. Hast du dafür auch Beweise? Die Antworten sind offensichtlich, wenn man weiß, wo man suchen muss. Westlich von den Säulen wirst du ein Testament finden, eingemeißelt in Stein. Aber auch Steine können lügen. Die Säulen von Nosgoth hoben sich majestätisch vom Horizont ab. Im Westen würde ich die Erleuchtung finden, die mir in Möbius' Augen fehlte.